Gute und herzlich willkommen zu Kickout, dem Wrestling Talk hier auf dem Channel der German Wrestling Federation. Mein Name ist Chris, an meiner Seite heute wieder Virgil und Christian und zusammen werden wir über die Women's Royal Rumble sprechen. Es gibt einen Überraschungsgast, die Mixed Match Challenge, wir unterhalten uns über die Teams, wer wird dabei sein, was sind unsere Favoriten, außerdem die Verletzungsanfälligkeit der Wrestler in der WWE oder generell und wir haben dazu einen Spezialgast, mit dem wir uns darüber unterhalten werden, nämlich Lucky Kid, mit dem wir auch zusammen eine kleine Analyse über Wrestle Kingdom 12 machen. Außerdem, das Ganze wird präsentiert von Anchor Point Marketing. Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, alles, was ihr braucht. Gut, Jungs, erstmal Frage, wie geht's euch? Alles gut? Fantastisch. Fantastisch. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ich freue mich immer wieder, so schöne, lächelnde, fröhliche Gesichter zu sehen und einen lächelnden Franz im Hintergrund, der das alles für uns macht, der seine Stimme nicht nur im Mikrofon sehr gut benutzen kann, sondern seine Qualitäten auch natürlich hinter der Kamera astrein zur Schau stellt. Wir müssten mal so einen Spiegel haben, dass wir mal Franz sehen können. Ja, eigentlich. Ich glaube, die Leute würden Franz sehr, sehr gerne wiedersehen, aber Franz ist halt beschäftigt mit so ganz anderen Projekten. So Schnitt und so. Ja, Schnitt. Also wenn einer von euch schneiden kann, Franz braucht immer Unterstützung. Richtig, wenn ihr Interesse habt, euch am GWF-Videoteam zu beteiligen, meldet euch bei uns und vielleicht könnt ihr in Zukunft selber schon mitarbeiten. Ja, einfach eine Facebook-Nachricht schreiben oder eine E-Mail an berlin@gwf-wrestling.de und dann seid ihr dabei. Und oder ihr benutzt das Kontaktformular auf gwf-wrestling.com. Ganz genau. Christian, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, muss ja. Sehr schön. Wie es immer so ist, ne? Der Brandenburger sagt, muss ja. Ja, muss ja. Nun, der Women's Royal Rumble. Wir haben bei Raw gesehen, dass Kurt Angle so ein kleines Segment hatte mit einem kleinen Telefongespräch mit einem Überraschungsgast für den Royal Rumble. Ja. Habt ihr Vermutungen, wer es sein könnte? Wer von den bisher bestätigten Damen ist? Bull Nakano. Kennt keinen Menschen mehr. Bull Nakano wird es nicht sein. Bull Nakano sollte man sich aber angucken. 1994 ungefähr müsste das gewesen sein, als sie bei WWE in der Women's Division aktiv war mit Alundra Blaze. Schön wär's, aber das war sie natürlich nicht. Ich denke, es wird sich auf Beth Phoenix, die ja schon Kommentatorin bei der Mixed Match Challenge sein wird, oder Trish Stratus, darum wird sich handeln, eine von den beiden. Amy Dumas, also Lita, wäre auch eine Möglichkeit meiner Meinung nach, würde auch funktionieren. Wer ich tatsächlich auch überlegt habe, Karma, also Awesome Kong. Ja, nachdem sie in Glow jetzt mitgespielt hat. Übrigens eine sehr gute Serie, die man sich angucken sollte, meiner Meinung nach, auf Netflix. Kann ich auch noch empfehlen. Zweimal schon gesehen. Zweimal sogar schon. Zweite Staffel kommt? Dieses Jahr? Nächstes Jahr? Dieses, glaube ich. Dieses. Karma könnte es natürlich auch sein. Allerdings, glaube ich, hat man bei WWE schon, also es würde zu WWE passen, dass man den Moment, wo sie den Hype hatte, total verplant und sie drei, vier Monate später bringt. Ja, aber doch, ich glaube, die vier sind schon in der engeren Wahl. Oder was meinst du, Christian? Definitiv. Wen ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Michelle McCool. Ich glaube, da habe ich auch mal Gerüchte gehört, dass da Möglichkeiten bestehen. Ansonsten sind das, glaube ich, die Namen, die mir auch so durch den Kopf gegangen sind. Ja, aber gibt es noch irgendwen, den ihr besonders sehen wollen würdet? Weil Michelle McCool wurde meiner Meinung nach immer ein bisschen zu sehr overhyped. So. Mhm. Ich fand sie im Ring nie gut, ich fand ihren Charakter nie gut und sie war halt da, weil sie die Frau des Undertakers war, meiner Meinung nach. Über eine Trish Stratus würde ich mich mehr freuen. Beth Phoenix im Ring zu sehen, würde ich mich nochmal sehr freuen. Lita brauche ich nicht mehr im Ring zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Karma ist auch nicht mehr so die Urgewalt, die sie mal war. Also ich weiß nicht, ob das da. Wer mich tatsächlich sehr freuen würde, wer aber in der WWE immer grundsätzlich scheiße behandelt wurde, war Gail Kim. Ja. Würde mich drüber freuen, aber ich meine, sie ist jetzt retired, sie soll retired bleiben, sie soll sich nicht nochmal bei der WWE jetzt das irgendwie kaputt machen, meiner Meinung nach. Alundra Blaze. Ich würde mich sehr, sehr über Alundra Blaze freuen, weil auch cool. Medusa, also wer sie aus den WCW-Zeiten kennt, das ist die Frau, die meinte, den Women's Title in die Mülltonne zu schmeißen. Die auch immer wieder gesagt hat, ein Match würde sie gerne machen. Hat sie nie bekommen. Sie ist zwar in der Hall of Fame, aber sie hat dieses Match nie bekommen, was mich immer sehr gewundert hat. Mhm. Ich glaube, so ein Auftritt, auch mit dem Alundra Blaze-Gimmick, glaube ich, das wäre für ganz alte Fans, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz cooler Schlag. Könnten wir jemand aus dem Mae Young Classic sehen, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Unter anderem ist ja, glaube ich, die Frau von Johnny Gargano so ein Kandidat, der da möglicherweise dabei sein könnte. Candice LeRae, genau. Ja. Genau. Tony Storm, könnte ich mir auch vorstellen. Ist jetzt nicht die Legende, die wahrscheinlich angespielt wurde. Ja, aber Tony Storm ist so eine. Es ist einfach, wie viel Plätze haben wir bisher vergeben? 17 oder so, glaube ich, sind weg. Ja, irgendwas zwischen 15 und 17 Plätze sind weg. Und natürlich werden einige aus dem NXT-Roster mit dabei sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Peyton Royce und Billie Kay da mit dabei sein werden. Ember Moon vielleicht? Als NXT-Champion vielleicht nicht. Nikki Cross vielleicht dann schon eher. Vielleicht sogar Kairi Sane. Vielleicht will man so ein kleines Aufeinandertreffen zwischen Asuka und Kairi Sane bringen. Oh, das ist ein bisschen anteasern für die Zukunft. Anteasern.
Ja, aber ich glaube, da ist einfach noch Raum für Überraschungen. Und so ein erster Women's Royal Rumble, der muss schon, da muss eine Hall of Famerin eigentlich, muss da drin sein. Und da gibt's nicht viele. Das sind Lita, Beth, Trish Stratus und Alundra Blaze. Das sind die vier, wo ich glaube, die hätten, Alundra Blaze fällt gegen die anderen drei schon ab, aber das sind die, die, glaube ich, den meisten Impact haben. So können. Quasi die zweite Welle der Women's Wrestling Revolution, so ein bisschen getragen haben. Ganz genau. Richtig. Apropos Women's Wrestling Revolution, wir haben ja noch eine Intergender neue Facebook-Show von der Intergender Tag Team Match Show von der WWE. Und zwar die Mixed Match Challenge, die jetzt in Zukunft auf Facebook ab, glaube ich, nächster Woche ausgetragen wird. Zumindest wird es am Dienstag, glaube ich, aufgezeichnet, genau. Genau. Und wir haben dort, jetzt lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teams momentan, die bis jetzt bestätigt wurden, mit wirklich großartigen Clips, wie die Teams so ein bisschen vorgestellt wurden. Alleine Root und Charlotte, ich habe so gelacht, es war wirklich sehr witzig. Auf welche Teams freut ihr euch denn am meisten? Was sind eure Highlights, Christian? Also mein persönlicher Favorit, einfach nur, es ist halt so ein schöner Kontrast, wäre Alexa Bliss und Braun Strowman. Die sind ja auch gerade vom Charakter her, ich meine, der eine ist der grimmige, böse... Team Brothers. Brothers? Ist okay. Okay. Jedenfalls, also kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass die unheimlich toll harmonieren auf eine ganz, ganz komische Art und Weise. Ich freue mich allein deswegen auch ein bisschen drauf, weil ich der Meinung bin, dass... Jetzt hab ich's verstanden. Okay. Wir mach du kurz weiter. Wir lassen Christian kurz lachen. Also, Contenance. Es sind schon ein paar Teams dabei, wo ich sage, das ist ganz cool. Ich finde es ganz nett, dass besonders bei SmackDown die Ehepaare Seite an Seite kämpfen dürfen. Lana und Rusev und Naomi und Jimmy Uso. Jimmy Uso ist es. Ja. Ich verwechsel immer, wer von den beiden mit Naomi verheiratet ist. Ganz ehrlich muss ich aber sagen, mich interessiert diese Mix-Match-Challenge nicht. Also WWE hat jetzt schon so viel Content, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, das alles zu gucken. 205 Live ist für mich praktisch nicht mehr existent. NXT komme ich nicht mehr hinterher, das alles zu gucken. Raw und SmackDown würde ich nicht gucken, wenn wir nicht hier unsere Zusammenfassung versuchen würden und dann immer wieder feststellen, dass da gar nicht so viel Interessantes stattfindet. Man muss einfach mal der Wahrheit ins Gesicht gucken. Ich finde, auf dem Papier ist die Mixed Match Challenge eine tolle Idee, weil es einfach alles ein bisschen durchwirbelt und so weiter und so fort. Aber A, weiß ich gar nicht, kann ich das in Deutschland irgendwie gucken? Wir haben Facebook Watch nicht. Läuft das auf dem Network? Ich glaube nicht, weil das eine Exklusivshow ist. Das heißt, wir werden eventuell bei YouTube Zusammenfassungen bekommen und dann, also etwas, was ich gucke auch keine Serien aus Amerika, die ich hier nicht irgendwie auf legalen Wege gucken kann. Also gucke ich auch die Mixmatch-Challenge einfach nicht. Also müssen wir erstmal abwarten, natürlich, ob man es sehen kann. Ja. Auf welches Team ich mich auf jeden Fall richtig freue, sind Miss und Asuka. Die Vorstellung der beiden fand ich sehr, sehr schön. Miss kam zurück zu Raw, die Limousine fuhr an, und es stieg eine Frau mit vielen Luftballons aus. Man wusste noch nicht, wer es war. Und dann kam plötzlich Asuka. Und er hat sich sehr gefreut darüber bei seiner Tag-Team-Partnerin, was ich sehr verstehen kann. Ich meine, er hat die einzige ungeschlagene Frau derzeit im Profi-Wrestling. Und eigentlich kann er fast nur gewinnen. Er muss Asuka eintaggen und dann hat er das Ding so gut wie gewonnen. Aber das ganze Ding läuft doch ohne irgendwelche Storylines aus den Hauptshows, oder? Also ich meine, da sind Teams zusammengewürfelt, da sind Heels und Faces nebenbei. Das wird sich zeigen, inwiefern sie die Storys damit einbauen. Ich meine, sie mussten ja jetzt auf jeden Fall schon mal ein Team ändern. Das ist dann der nächste Punkt, worauf wir dann gleich einkommen. Ja. Aber... Ja, weil sie ein Fanvote gemacht haben, ne? So war das. Nee, das wegen einer Verletzung mussten sie ein Team ändern. Ja, aber die eigentliche geplante Person, zu der wir gleich kommen, die war ja eingeplant, weil sie den Fanvote gewonnen hat. Richtig, genau. Ja. Ja gut, Christian, jetzt dein Team. Also du hattest Bliss und Strowman und... So ist es. Genau, na, ansonsten, wie du gesagt hast, Charlotte und Bobby Roode. Was ich mir von dieser Show ja ein bisschen erhoffe, ist, dass da einfach ein paar mehr Freiräume bestehen. Dass das nicht so... Also ich sage mal, dass man gewisse Potenziale nutzt, die momentan im WWE-Produkt überhaupt nicht mehr rüberkommen. Dass man bewusst dumm und lustig sein kann. Ich meine, wir sind... Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Kriterium, aber ich sage mal, die heranwachsende Generation ist ja dann schon so ein bisschen dumm und lustig, ist immer gut, so Family Guy, South Park etc. und so weiter. Entsprechend hoffe ich, dass das nicht so Vince McMahon-lastig ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Wäre das nicht dumm und lustig eigentlich? Humor. Aber es ist nicht lustig, es ist nur dumm. Ja. Es würde wahrscheinlich nur über 14 gehen. Also ich meine, es sind ja ein paar coole Teams dabei. Ich finde auch Sasha Banks und Finn Balor ist eigentlich, auf dem Papier ist das eine großartige... Ich frage mich halt am Ende,
Und das ist halt, das Konzept ist noch nicht klar. Wird es ein Turnier? Wird es einfach nur ein paar Matches gegeneinander? Das zweite ist, sind die Matches wirklich intergender oder hat es die WWE-üblichen Mixed-Match-Rules, wo, wenn eine Frau angetaggt wird, muss auch die andere Frau rein und wenn der Mann drin ist, muss der andere Mann wieder rein? Ich meine, es im Independent-Bereich, besonders in Amerika, aber jetzt langsam auch in Europa, sind Intergender-Matches an der Tagesordnung. Martina hat frisch bei OTT den Gender-Neutral-Title gewonnen, kann jetzt gegen Männer antreten mit diesem Titel. Ruby Riott war zum Beispiel im Independent-Bereich sehr, sehr bekannt dafür, gegen Männer in den Ring zu steigen. Genauso Kimberly, wie heißt sie, Abby Lay? Ja. Ja, ist das dieselbe? Ich habe ihren Namen vergessen. Candice LeRae ist ein sehr prominenter. Candice LeRae eben auch. Und das Lucha ist, Underground. Lucha Underground, Sexy Star als Champion dort. Die Quoten, aber das ist eine andere Geschichte. Ich frage mich einfach, wenn die genug Freiheiten haben, dann kann es super interessant sein. Ich liebe zum Beispiel auch die Mixed Matches, die wir hier bei der Women's Wrestling Revolution haben. Das letzte Mal mit Kati und Chris Jokic gegen Rambo und Lissy Lennox. Mhm. Da hatten wir halt auch Spots von den unterschiedlichen Geschlechtern gegeneinander. Und das ist halt, wenn WWE das macht, was sie nie, also ich kann mich an kein einziges Intergender Match in den letzten 10 Jahren erinnern, wo das so durchgemischt worden ist. Mhm. Und dass es mal mehr zu sehen gab als ein Dropkick vielleicht von einer Person gegen die andere. Meistens von der Frau gegen den Mann dann. Ganz genau. Wenn die das machen, dann habe ich vielleicht auch Bock, das zu gucken. Wenn das WWE-Regeln sind, mit Auswechseln und so, brauche ich das nicht gucken. Ja, schauen wir mal ab. Ich glaube, dass das Potenzial, was die WWE da jetzt einfach hat, die WWE hat ja eine unglaublich hohe Anzahl an Followern bei Facebook. Ja. Und ich glaube einfach, wenn sie es schaffen, das ganze Ding, dass das international verfügbar ist, wird das A, super interessant für den indischen Markt, also gerade für die, sag ich mal, etwas ärmeren Märkte, wo sich nicht jeder das Network-Abo leisten kann. Sofern es da Facebook Watch gibt. Das ist halt jetzt wirklich so die andere Frage. Ja. Ich glaube einfach, man versucht hier auf eine neue Zielgruppe hinzuzugreifen. Ja. Ich hoffe aber auch, dass nach SmackDown genug Leute da bleiben. Weil das Problem hatten sie einfach auch bei 205 Live schon, dass die Leute das nicht mehr gucken wollten und sie danach irgendein Dark Match noch bringen mussten. Das Problem, was du jetzt momentan hast, ist, bei SmackDown hast du 3 Tapings. Du hast das SmackDown-Taping, ja, das Mixed-Match-Taping und noch das 205-Taping. Ich glaube, 205 hat sich bald erledigt. Die haben noch eine 205-Tour angekündigt für Ende Januar. Da haben sie auch den ersten Termin schon gecancelt. Es ist doch komplett schon verwässert, jetzt allein, wo Goldust dabei ist. Also, hallo? Meinst du, der wiegt mehr als 205? Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, dass allein die beiden Beine und Arme von Goldust 205 Pfund wiegen. Ne? Ja. Er ist ja auch riesengroß. Ja, eben, der Typ ist riesig. Ja, ich weiß. Das ist massig. Aber er ist top in Form wieder. Ja, Yoga. Ja. Ja, nicht so top in Form, nicht so top in Form ist ja Baileys jetzt ehemaliger Tag Team Partner. Richtig. Und zwar ist es ja kein Angle, der sich da jetzt rauskristallisiert hat, sondern es ist wirklich eine richtige Verletzung. Und zwar ist Samoa Joe wohl mit einem Ermüdungsbruch im rechten Fuß jetzt wohl langfristig am Ausfallen, ebenso wie Dean Ambrose, ja, was uns ja einfach mal so ein bisschen auf die Spur bringt. Wie sieht es mit Verletzungsanfälligkeit in der WWE aus? Wir haben immer mal wieder, dass Wrestler, wenn sie ausfallen, gerade Seth Rollins zum Beispiel, dass sie dann immer eigentlich einen relativ langen Zeitraum ausfallen. Ja. Christian, wie ist so deine Meinung dazu? Was könnte die WWE da besser machen, um ihr Talent zu schützen? Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal so, gerade ein Ermüdungsbruch lässt ja schon auf ein Belastungsproblem schließen. Also würde ich annehmen, ich sage mal, ich glaube, WWE-Worker haben wirklich das härteste Programm, was Wrestler in der Welt eben durchleben können. Irgendwie 290, 310 Tage im Jahr, ja, arbeiten, wo sie wirklich auch kämpfen müssen. Richtig. Wenn man die ganzen Hausshows nimmt. Und da muss man ja überlegen, das sind Leute, die jeden Tag dann auch ins Fitnessstudio gehen, die dann auch mal gewisse Dinge trainieren im Ring und so weiter. Und das macht der Körper halt nicht ewig mit. Ich sage mal, Wrestling ist ein unheimlich belastender Sport, unheimlich kraftraubend. Was sagt man, ein Jahr im Wrestling sind 3 Jahre im normalen Leben, 4 Jahre? Irgendwie sowas hab ich mal gehört. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Was ich zum Beispiel mal gehört habe, das hat, glaube ich, Nakamura gesagt. Er macht einige Dinge, die in der WWE passieren, führt er zurück auf die Art und Weise, wie der Ring aufgebaut wird. Also ich sage mal, WWE fällt ja jetzt schon auf. Wir hatten ja vor 1-2 Jahren dieses Problem mit der Retourenmanschette, wo praktisch, also Cesaro war da dabei, mhm, Cena war da dabei. Ich meine, gut, Cena heilt alles in 2 Wochen, aber... Ja, super Cena. Super Cena, ja. Ich weiß nicht, was der für Gene hat. Ich sage mal so, das können auch Möglichkeiten sein, nicht wahr? Möglicherweise gibt es da irgendwelche Defizite und ich habe aber nicht das Gefühl, dass die WWE sich bemüht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, denn das geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Naja, ich sag mal so, gerade so Moves wie der Go-to-Sleep jetzt von Hideo Itami, der jetzt anscheinend Brian Kendrick einen Bruch im Gesicht zugefügt hat, ist ja jetzt anscheinend gebannt.
Die WWE versucht also mit Moves dieses ganze Problem ein bisschen einzugrenzen. Müssten aber vielleicht mehr Worker so auf diese Schiene von The Miz gehen, der jetzt einfach super safe kämpft? Also, und dadurch halt nie verletzt ist? Man muss es halt, also ich gucke Wrestling seit über 20 Jahren und in der Zeit habe ich natürlich auch die Karriere von Bret Hart verfolgt, der heute immer noch sehr, sehr stolz sagt, Wrestling ist so eine Kunst und er hat das immer so als Kunstwerk gesehen, dass er weder sich noch jemand anderen jemals in einem Match verletzt hat. Er wurde verletzt durch den Kick von Goldberg zum Beispiel, den er direkt an den Kopf bekommen hat, der halt damals ein sehr grüner Wrestler war, aber die Kunst im Wrestling, und das sage ich als jemand, der nie selber ein Wrestling-Match bestritten hat, ist es so aussehen zu lassen, als tut es weh, aber es tut nicht weh und du verletzt dabei halt niemanden. Aber Unfälle können immer passieren. Beim einfachen Hip-Toss, den du in der dritten Woche im Wrestling-Training oder sowas lernst, das wirst du vielleicht besser sagen können, haben sich Leute schon verletzt. Ja. Randy Orton, Ken Kennedy und so weiter und so fort. Das Lazarett bei WWE ist gerade auch wieder sehr, sehr groß. Ich habe gerade schon geschaut. Wir haben Big Cass, der verletzt ist, zum Beispiel. Der hat sich ACL, was war? Der ACL-Torn, das ist im Knie ist das. Ich glaube, ne? Meniskus oder so eine Geschichte, genau. Irgendwie sowas. Big Show hat schon wieder eine Hüftverletzung, ist ewig, immer wieder verletzt. Dean Ambrose fällt gerade aus. Big Show wurde ja an der Hüfte operiert. Also Big Show hat sich ja die Hüfte machen lassen, weil er seit Jahren eben ein Problem hat. Ja, gut, hätte er auch die letzten Jahre Zeit gehabt, der nimmt sich ja immer wieder Auszeiten. Ja. Jeff Hardy ist immer noch verletzt, wurde bei deiner Rotatorenmanschette. R-Truth hat eine Schulterverletzung, der fällt zum Beispiel aus. Ja? Brian Kendrick fällt aus, das hatten wir. Noam Dar hat eine Knieverletzung, deswegen kann er nicht antreten. Das ist auch ewig schon weg. Also, wenn man diese Liste... WWE hat halt einen Roster von 100 Leuten, da fällt das vielleicht mal nicht auf, wenn jemand mal nicht auftritt, aber es gibt halt viele Leute, die verletzt sind. SmackDown sieht da schon ein bisschen besser aus. Also es sind keine 250 Tage, die die Leute wresteln müssen, aber die sind halt 250 Tage vielleicht unterwegs. Ich glaube, wir hatten letztens eine Statistik, dass ich glaube, Dean Ambrose hat die meisten Matches letztes Jahr bestritten. Jimmy oder so. Uso. Jimmy Uso war sogar. Jimmy das waren, Uso glaube ich, 150 Matches oder so. Das Arbeitstier der WWE überhaupt. Und auch einer von den Usos, ich glaube, Jay war es, der mal am Fuß verletzt war und deswegen musste sein Bruder dann die ganze Zeit kämpfen. Es ist einfach, die Gefahr ist natürlich hoch bei 160 Matches oder so, dich zu verletzen. Und das kann bei jeder Aktion... Ich meine, Neville hat sich das Bein gebrochen beim Baseball-Slide. Das hat er selber gemacht. Vince McMahon hat sich den Oberschenkel gerissen, als er in den Ring gerutscht ist. Immer noch eine der lustigsten Szenen, die es überhaupt gibt, wie er dann in diesem Ring sitzt beim Royal Rumble. Ich glaube, es war 2005, wo er sitzt und von unten Batista und John Cena anmeckert. ja, aber es war bestimmt schmerzhaft, weil als er dann meinte, auf eigenen Beinen wieder zurückzugehen, zumindest hat er sich das andere gerissen im Knie. Ja. Also vielleicht sollten wir uns dafür dann einen Wrestler dazu holen, der uns ein bisschen was über die Verletzungsgefahr sagen kann. Und vor allen Dingen, ich meine, diese Leute, Dean Ambrose verpasst WrestleMania. Und das ist für die Leute, das geht in den Paycheck. Ja. Das ist einfach eine Prestige-Sache. Ich meine, guck mal, Rollins ist letztes Jahr, der hätte WrestleMania eigentlich auch verpasst. Zum zweiten Mal in Folge. Zum zweiten Mal in Folge, was meiner Meinung nach auch wirklich momentan seinem Stand bei der WWE zeigt. Er ist einfach verletzungsanfällig gewesen. Ja. Und das ist ein Samoa Joe offensichtlich auch, weil letztes Jahr nach dem SummerSlam war er auch erstmal verletzt. Richtig. Er geht auf die 40 zu. Ich glaube, er ist 39, wenn er nicht sogar schon 40 ist. Ja, müsste so ein Dreh sein. Und meiner Meinung nach ist er absolut ein Kandidat, der schon vor 5 Jahren zur WWE gehört hätte und eigentlich schon im Main Event hätte stehen eigentlich sollen. Eigentlich hätte er überhaupt nicht zur NXT gemusst. Und für solchen alten Leute ist halt jedes Jahr bei NXT eigentlich schon ein bisschen verschenktes Jahr, meiner Meinung nach. Ich verstehe WWE, dass die Leute A, testen wollen, B, an WWE-Klima gewöhnen wollen und C, NXT aufpeppen wollen. Mhm. Aber auch ein Bobby Roode hat meiner Meinung nach nichts bei NXT verloren gehabt. Ein Samoa Joe hat nicht so lange bei NXT zu suchen gehabt. Mhm. Bei Shinsuke Nakamura kann ich es verstehen, weil der kommt aus einer ganz anderen Wrestling-Welt. Voll. Das ist mit Andrade Almas nicht anders in Mexiko. Richtig. Aber auch Drew Galloway, ja, auch verletzt. Und der Mann hat im Independent-Bereich ja noch mehr gerestet, als er bei WWE wresteln durfte wahrscheinlich. Und es ist einfach, es ist immer eine Gefahr da. Du kannst dich bei jedem Move verletzen und dann ist ein halbes Jahr deiner Karriere weg. Und ob du dann zurückkommst oder nicht, guck dir Finn Balor an. Ja. Der jetzt vielleicht ein bisschen wieder Drive gerade durch den Balor Club bekommt. Ansonsten mal alles andere, was er gemacht hat, absolut irrelevant. Ja, und ich meine, jetzt musst du überlegen, der Typ hat sich sogar in seinem Match, der hätte auch einfach sagen können, hier, Schluss, brech ab, ja, der hat sich seine fucking Schulter selber wieder eingerenkt, um den Kampf fertig zu machen. Ich meine, was ist denn das bitte für ein Commitment, für deine Liga, für deinen Sport, dass du dich trotz so einer Verletzung doch durch einen Kampf durchquälst? Du kannst auch viel kaputt machen, ne? Ja, wenn du dir die Schulter selber wieder einrenkst. Du bist ja, also die ganzen Bänder, die so mit dranhängen, da kann viel kaputt gehen. Bestes Beispiel für einfache Aktionen, bei denen man sich hart verletzen kann. Der Japaner, Takayama Yoshihiro, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall eine Legende im japanischen Wrestling, war ich glaube, sowohl bei Noah als auch bei New Japan, als auch bei All Japan
Champion gewesen und der hat sich bei einem Sunset Flip das Genick gebrochen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl, wird nie wieder gehen können. So, zack. Das ist eine Standardaktion, die zeigen tausende Wrestler auf der Welt und trotzdem kann so viel schief gehen. Ja, Sid Vicious vom zweiten Seil. Knack, Bein weg und. Oh, das sah so brutal aus. Ja. Passiert. Gut, egal. Jetzt würde ich sagen, wir haben ja noch unseren Spezialgast, nämlich Lucky Hit. Mit dem werden wir uns jetzt auch mal kurz unterhalten über das Thema Verletzungsanfälligkeit und gehen dann noch auf unser Review zu Wrestle Kingdom 12 über. Schnips, schnips. Wer schnipst? Kabum! Lucky, da bist du ja. Ja. Schön, einfach dass du so da bist. Einfach so mit dem Schnips. Einfach so. Wir sind wieder zurück und zwar jetzt mit Lucky Kid und werden noch ein bisschen über Verletzungsanfälligkeit bei Profi-Wrestlern sprechen. Oh, kein schönes Thema. Kein schönes Thema. Wir hatten es gerade, dass Samoa Joe jetzt mit einem Belastungsbruch ausfällt, wahrscheinlich für eine längere Zeit. Ja, anscheinend irgendwas Mittelfuß. Ist noch nicht ganz festgestellt, aber. Länger? Das ist aber schlecht. Eventuell sogar Mania. Man weiß es noch nicht. Bitter. Wenn wir nämlich gerade bei sowas reden, WrestleMania, du könntest das verpassen. Lucky, wie sieht's denn für dich aus? Du bist jemand, der sehr, sehr, sehr viel auf Tour geht jetzt inzwischen. Ja. Ja, du tourst durch ganz Deutschland, Europa, warst in England. Wie ist es für dich, wenn du weißt, du bist gerade in Buxtehude-Krabbelbach, kämpfst eigentlich von der Crowd vor 50 Leuten, ja? Weißt aber, in 2 Wochen ist Legacy, mein großer Kampf. Ich könnte Berlin-Champion werden. Oder du bist bei Defiant und könntest TV-Champion werden, was weiß ich. Schwebt das über dir wie so ein Damoklesschwert? Hältst du dich in solchen Kämpfen dann zurück? Achtest du darauf, dass du dann wirklich fit bleibst? Also es ist immer schwer zu sagen. Also es ist vom Wrestler zu Wrestler unterschiedlich. Manche gehen das ganz anders an als zum Beispiel ich. Ich kenne einige Leute, die sagen, hey, ja, da gehe ich lieber langsamer an die Sache ran, als wie wenn ich jetzt auf einer großen Show bin. Ich persönlich bin einfach einer, der zu jeder Zeit und jeden Tag 100% gibt. Also das heißt, auch vor 50 Leuten werde ich 100% geben. Oder sagen wir mal, wenn ich vor 50 Leuten catche, dann gebe ich 100%. Wenn ich vor 1 Million Leuten catche, gebe ich auch 100%. Also es nimmt sich nicht viel. Ich liebe das Wrestling und diese Zuschauer, die Eintrittskarten bezahlt haben, wo eine kleine Show ist, die haben auch Geld gezahlt und die wollen auch ein gutes Produkt sehen. Mhm. Von daher, es nimmt sich da nicht viel. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich. Wie würdest du denn, siehst du eine Möglichkeit, wie die WWE ihre Wrestler besser schützen könnte, gerade vor so Verletzungen? Ich meine, Virgil hatte eben gerade schon gesagt, wir haben eine ewig lange Liste von Wrestlern, die verletzt sind. Ambrose, Joe, jetzt gerade die beiden prominentesten Beispiele. R-Truth fällt aus. Es ist immer schwer, also wenn du so wirklich extrem, auf so einem extremen Level catchst und dann auch noch durchgängig, wobei man sagen muss, die Jungs nehmen sich ja inzwischen auch ein bisschen zurück auf den House-Shows, aber man merkt halt, dass die ganzen Wrestler aktuell in der WWE einfach aus dem Indie-Bereich kommen. Das heißt, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man wrestelt, als wie zum Beispiel Randy Orton. Wenn man Randy Orton und Daniel Bryan vergleicht, es sind einfach Welten. Mhm. Deswegen ist auch Randy Orton einer derjenigen, der sich nicht so oft verletzt wie ein Seth Rollins oder Samoa Joe oder so oder ein AJ Styles. Mhm. Das sind einfach Jungs, die immer und zu jeder Zeit 100% geben. Von daher ist es schwer zu sagen. Also es liegt immer an der Person selber, würde ich sagen. Also die WWE kann da nicht so viel die Jungs schützen. Was sie machen könnten, wäre vielleicht die Live-Shows so ein bisschen aufteilen, dass nicht wirklich jeder immer durchgängig arbeitet, sondern dass man sagt, die eine Hälfte des Rosters von Raw ist jetzt da und die andere Hälfte macht woanders was. Dass man sagt, okay, alle sind da und dann gehen die von da nach da. Es ist anstrengend, auch zum Beispiel zu Touren. Ich glaube, die meisten Wrestler sind vom Touren einfach kaputt. Es ist einfach dieses Sitzen und dann von 0 auf 100. Genau, das ist eine extreme Anstrengung. Ich kann dir leider diese Frage nicht wirklich beantworten. Okay, wo wir bei 100% waren. Meiner Meinung nach eine 100%ig großartige Show war Wrestle Kingdom 12. Absolut, absolut. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es wirklich das Event war, um das Jahr zu starten. Und um das Ganze jetzt ein bisschen so zu besprechen, würde ich sagen, jeder von uns kann sich, sagen wir mal, 1 bis 2 Highlights aussuchen aus der ganzen Show. Und dann sprechen wir kurz darüber. Also erstmal würde ich gerne sagen, dass Wrestle Kingdom für mich sogar schon einen Ticken größer als WrestleMania ist.
muss man schon sagen, weil jeder, der mich kennt, der weiß, japanisches Wrestling steht bei mir ganz oben auf der Liste und Wrestle Kingdom ist einfach für mich das Highlight und es ist einfach pur Wrestling. Es ist halt nicht viel drumherum, was für mich okay ist, für andere halt nicht, aber es ist einfach pures Wrestling und das liebe ich einfach in New Japan. Und auch die Stimmung in dieser Halle, die japanische Crowd, die ist so emotional, ich liebe es einfach. Die sind einfach im Geschehen drinne und die Leute heulen, Alter. Ja. Die heulen einfach. Es ist so grandios. Selber, als ich in Japan war und da gerestet habe, es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn ich in Japan catche, als wie wenn ich in Berlin catche. Ich liebe beides. Versteht mich nicht falsch, aber es ist einfach ein Unterschied. Da habe ich eine kurze Frage dazu. Und zwar, wir bauen ja auch immer generell hier den Ring bei der GWF auf und so weiter. Und viele von euch Fans sind ja auch bei den Shows dann immer mal da und gucken sich die Ringmatten an. Ja. Und man merkt ja bei uns, es ist schon ein bisschen weicher als zum Beispiel, man sieht, dass die Wrestler ein bisschen mehr einsinken als zum Beispiel bei der WWE. Ich finde, in Japan sieht der Ring gerade bei New Japan bretthart aus. Ich habe mir mal ein Aufbauvideo von denen angesehen und sehe, dass sie auch Matten drin haben. Hm. Wie würdest du sagen, ist der Ring in Japan härter als hier oder weicher? Weil ich habe nämlich auch... Also jeder Ring ist anders, ne? Also unser Ring ist zum Beispiel komplett anders zum WXW-Ring. Der WXW-Ring ist komplett anders zum WCPW oder Defined-Ring. Also jeder Wrestling-Ring fühlt sich anders an, meiner Meinung nach. Unser Ring... im Vergleich zum japanischen Ring, ich würde schon sagen, es ist ein Ticken härter als in Japan. Aber es ist immer, kommt auf die Person an. Wenn du 140 Kilo wiegst, dann fühlst du so eine Bombe wahrscheinlich mehr als wie wenn du 90 Kilo wiegst. Ja, wahrscheinlich. Ne? Und deswegen ist es immer von Person zu Person anders. Man kann das eigentlich nicht immer sagen. Also meine Bombs sind wesentlich leichter geworden, seitdem ich 100 jetzt wiege anstatt 120 vorher. Der Junge hat richtig viel abgenommen. Ja, nicht schon wieder. Gut, Lucky, deine Highlights von Wrestle Kingdom. Oh Mann, Alter, wo soll ich denn anfangen? Erstmal, Wrestle Kingdom war einfach grandios, wie jedes Jahr. Es macht einfach Spaß, es anzusehen und ich glaube, jeder würde sagen, Jericho gegen Omega. Wahrscheinlich einer von euch wird Jericho gegen Omega sagen. Aber meiner Meinung nach war es wirklich, was mich beeindruckt hat, war Cody gegen Ibushi. Oh ja. Es war ein guter Kampf für die Positionierung. In der Card war es ein super Kampf. Ich bin einfach ein riesen Cody-Fan, weil der Typ achtet einfach auf alles. Der weiß, wo jede Kamera ist, er nimmt sich die Zeit und so. Es macht einfach Spaß, ihn zuzuschauen. Und über Ibushi braucht man nicht reden, das ist einfach ein Ausnahmetalent. Und dem musst du nur sagen, ey, liefer mal. Und der liefert einfach. Richtig. Ich denke, das ist auch so einer der, das sind auch so Vorbilder für mich, wo die Leute einfach sagen, ey, ja, ich catch vor 50 Zuschauern, ich gebe trotzdem 100%. Mhm. Oder ich catch vor 1 Million, mach trotzdem 100%. Das ist auch für mich so ein Vorbild. Ibushi ist einfach einer, der, wenn du ihn in den Ring stellst, du weißt ganz genau, der wird abliefern. Ja, selber kann man, glaube ich, mittlerweile auch über Cody sagen. Ja, absolut. Ja. Absolut. So, Christian, Highlight. Highlight, einfach mal, um auch dir diese Main-Matches, sage ich mal, zu überlassen. Mein Highlight, würde ich sogar fast sagen, war für mich das geilste Match am Abend, war das Fatal 4-Way, der Junior Heavyweights zwischen Takahashi und Ospreys Girl und Kushida. Ja. Großartig, also ein reines Spot-Festival. Und mit für mich total überraschenden Sieger. Osprey hatte ich da, also ich habe geschwankt zwischen Takahashi und Kushida, und als Osprey den Sack dann zugemacht hat, echt, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Großartig. War tatsächlich auch für mich mein Highlight des Abends. Alleine dieser Entrance von Marty's Girl. Ich bin ausgewählt. Wir haben das Ding zu Hause zu 8 gesehen. Ja, also wir haben es ein bisschen versetzt gucken müssen, weil jemand keine Zeit hat. Das war sehr schwer, nicht ins Internet gehen zu können. Ja, klar. Ey, Facebook, überall, alles voller Spoilers. Und ich saß dann zu Hause, ich sah diesen Entrance von Marty's Girl und ich habe gedacht, boah, wie geil ist der. Weißt du, was ich mir dachte? Ich dachte mir, okay, wie kommt der aus diesem Scheiß jetzt raus? Weißt du, weil das Ding sah richtig schwer aus. Ja. Und ich meine, das... Keine Ahnung. Er hat es geschafft, ohne dass was passiert. Und es war wirklich geiler Entrance. Ja, es war also ein geiles Kostüm. Und der Kampf dann, es hat einfach alles gestimmt. Es war
die Aktion von Ospreay, wie er von dem Scarfall gesprochen hat. Ja. Die ganzen Bombs, die genommen wurden. Es war einfach diese ganze Psychologie, der ganze Aufbau dahinter, das war so ein spannender Kampf. Das hat so Spaß gemacht. Ospreay ist auch einer derjenigen, wo ich sage, der würde immer hundertprozentig geben. Ja. Immer gibt er 100%. Ich habe ihn ja selber in England kennengelernt. Super lieber Typ, bisschen verrückt, aber super lieb. Und egal gegen wen er kämpft, er holt immer das Beste raus. Immer. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Gut, dann kommen wir mal zu meinem anderen Highlight, weil das war jetzt der Vorgang. Und dann würde ich jetzt einfach, ich schwanke gerade zwischen dem Main Event oder dem Co-Main Event. Es war ein Doppel-Main Event. Also ich meine, ja, es war beides sehr, sehr gut. Ich würde jetzt einfach sagen, weil ich die eine Person halt schon quasi mein ganzes Leben lang verfolge, Chris Jericho gegen Kenny Omega. Ja. Das war dann mein persönliches Highlight. Jericho, der einfach zu seiner eigenen Theme zu Judas, in den Tokyo Dome reinkam, hat er selber bei Instagram gesagt, das war ein einzigartiges Gefühl. Das glaube ich ihm aufs Wort, das muss der Hammer gewesen sein. Jericho hat sich innerhalb von, ich glaube, wenigen Sekunden wieder als der absolute Heel in diesem ganzen Ding aufgebaut. Er kann es einfach. Er weiß, wie das Wrestling funktioniert. Die eine Sekunde nur, er schnappt sich die Kamera, zeigt den Mittelfinger, macht Fotos über den Raum. Allein diese Bilder müssen Gold wert sein. Na klar. Ich hoffe, dass sie noch released werden. Die Promos, die er nach den Shows macht, vor den Shows macht, richtig, wie er das immer bewirbt, der Typ hat es einfach drauf. Also man muss auch einen riesen Respekt dafür geben, in dem Alter noch so ein geiles Match rauszuhauen. Jericho 44? 44 ist er. 44. Also mit dem Alter, so viele Jahre an Wrestling, der schafft es immer wieder. Richtig. Riesen Respekt. Und die Lion Souls, die Lion Tamer, die Wall of Jericho, ich dachte wirklich beim Codebreaker, das war's. Ich dachte, Jericho gewinnt das Ding jetzt. Er bleibt dann dadurch bei New Japan erhalten, jetzt erstmal eine Zeit lang. Es war dann ja doch dann Omega, der das Ding mit dem, wie heißt der, One-Winged Angel? One-Winged Angel. Auf den Stuhl beendet hat. Großartige Aktion. Super. Super Match. Also, ich würde tendenziell sogar sagen, das Match war besser, weil man hatte einfach auf dem Main Event so große Erwartungen, weil du hattest das letzte Mal einfach Omega gegen Okada und das war einfach, du warst vor dem Bildschirm und dachtest, okay, das sind einfach Maschinen, die da im Ring arbeiten. Ich meine, Naito gegen Okada war sehr gut, aber du hattest einfach nur Omega gegen Okada im Kopf. Es war einfach schwer zu sagen, dass das Match einfach zu grandios wird mit Naito und Okada. Es wird einfach unglaublich schwer in Zukunft für alle anderen Kämpfer in New Japan Matches zu, also diese beiden, Omega, Okada 1 sowie 2 zu toppen. Ich persönlich glaube, dass es nicht mehr toppbar ist. Also es geht einfach nicht, weil es war einfach das Maximum, was man rausholen kann. Außer, keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, wie man das toppt. Also es ist schon so crazy gewesen. Es war auf jeden Fall viel Spaß. Richtig. Christian, was denkst du denn, wer könnte denn jetzt um den IWGP United States Title als nächstes gegen Omega antreten? Puh, das ist eine gute Frage. Ich sage mal, ein paar US-Amerikaner sind ja jetzt im Rennen. Ich meine, gut, jetzt hatten wir zwei Kanadier, die gegen den Titel gekämpft haben. Also von gut, daher. Gut, oder sagen wir mal Nordamerikaner, wenn wir den Kontinent nehmen, dann sind wir wieder richtig. Aber ganz spontan, auch kein Amerikaner, aber Jay White. Wäre eine Möglichkeit, jetzt als Mitglied von Chaos? Ja, wurde sogar schon angekündigt. Ja. Also für, ich glaube, wie hieß die Show? New Beginning? Road to New Beginning? Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, New Beginning, irgendwas mit New Beginning. Ich glaube, in Osaka ist das. Es wurde schon angekündigt, Jay White gegen Omega, nach dem Fiasko, was bei New Year's Dash passiert ist. Da hat Omega Jay White ein Angebot gemacht, bei Bullet Club reinzukommen. Richtig, und er hat es dann ausgeschlagen und ich glaube, das Match ist dann jetzt einfach fix. Dann könnten wir so da ein bisschen den Aufbau zu der neuen Feder haben. Ja. Gut, Lucky, wir danken dir auf jeden Fall schon mal für deine sehr Zeit. Gerne. Wir müssen auf jeden Fall mit dir nochmal so ein ausführliches Interview machen. Ja, sehr, sehr gerne. Da haben wir bis jetzt noch nicht die Zeit. Wenn ihr Lust habt, dass Lucky das mit uns demnächst mal macht, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Schreibt uns eventuell direkt die Fragen. Lasst ein Like da. Oder disliked das Video, wenn ihr uns total scheiße findet. Ist es mir auch egal. Nein. Lucky sagt, ihr sollt uns liken. Mach das nicht. Also liked uns. Liked uns bitte. Gut. Dann vielen Dank wieder für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns für heute, sind nächste Woche wieder für euch da. Dann wieder vielleicht mit einem Gast. Mal schauen.
Vielleicht finden wir jemanden, ansonsten reden wir wieder zu dritt darüber. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Warte, stopp! Stopp! Nein! Ich habe noch was zu sagen. Okay. Weißt du, was im Februar ist? Anfang Februar. Willst du jetzt, meinst du vielleicht der erste Samstag im Februar? Genau den meine ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Christian, weißt du? Irgendwas war. Habe ich auf Social Media gesehen. Jungs, Alter, ihr verarscht mich doch gerade, oder? Natürlich. Global Warning, Mann! Global Warning! Jeder Wrestler aus der Welt wird in Berlin sein und dann gibt es den Four Nation Cup. Richtig, wir haben schon bestätigt. Ikarus und Doug Williams. Doug Williams. Ikarus und Doug Williams werden in diesem Match sein. Ich werde meinen Berlin-Title verteidigen. Ich weiß noch nicht gegen wen. Ich habe schon zwei Namen gehört. Soll ich einen Tipp geben? Willst du teasern? Darfst du? Nein. Gegen wen würdet ihr mich denn gerne sehen? Das ist die Frage. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten weiß ich einige Matches schon und es wird ganz, ganz interessant. Da kommen noch einige Namen dazu. Ich habe auch noch was. Und zwar seit Mittwoch 18 Uhr könnt ihr die Tickets für Chaos City 3 und die Women's Wrestling Revolution 7 auf gwf-wrestling.com erstehen und für Chaos City auch bei Eventim. Wir würden uns freuen, ihr könnt, wenn ihr euch die Karten für Chaos City und die Women's Wrestling Revolution kauft, kostenlos auch zum Meet and Greet, was dazwischen stattfindet, gehen. Sehr schön, bist du da dabei? Klar, immer. Sehr geil, könnt ihr Fotos mit Lucky machen. Dann sind wir jetzt für heute fertig, wir verabschieden uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.